Ja, guten Morgen. Ja, ich stehe jetzt hier in Hamm-Irschenberg und ich fahre nach Raubling. Bei Rosenheim ist das und das ist mein Händler. Ich bin eben erst vor 2 Tagen aus Mallorca zurückgekommen und habe gleich die freudige Nachricht bekommen, dass mein Pinarello F9, das ist da ist und ich abholen kann. War total begeistert, weil es hat erst geheißen im italienischen April und jetzt haben wir Mitte März. Ganz toll. Ich habe das ja blind bestellt, das Radl, das ist im September letzten Jahres. Ich habe eine Computerzeichnung gesehen, das war's. Geschweige denn Probe gefahren, so ist es schon in der heutigen Zeit. Letztendlich hat Pinarello das jetzt erst vor 3 Wochen gelauncht. Und ich habe zumindest jetzt ein paar Computerbilder gesehen. Und sie haben wahrscheinlich schon ein paar Rahmen vorab produziert und das an die Händler ausgeliefert. Und mein Rahmen war dabei und mein Händler hat das gleich aufgebaut. Und ja, ich freue mich jetzt, das zu sehen und abzuholen. Und heute haben wir noch schönes Wetter. Hätte noch eine Runde fahren können, aber ich habe ja ohne Sattel, ohne Pedale, ohne Flaschenhalter das Radl bestellt und das gehört jetzt zuerst alles umgebaut. Und ich habe ja selber 2 linke Hände. Und ja, das mein Spätzle, der das machen will, der schafft es heute nicht mehr. Und jetzt die nächsten Tage regnet es leider, also ist die nächsten Tage nichts mit fahren, aber ich habe es jetzt zumindest schon mal und das Wetter wird dann auch wieder besser und ich kann noch viele, viele Kilometer damit fahren. Also jetzt hole ich es erstmal ab. Ich freue mich, bis gleich. So, angekommen beim Händler. Okay. Wow. So, mein. Dann. Aufgeregt. Da ist ein gutes Stück. Tada. Was für eine Schönheit. Gefällt's dir? Wahnsinn, super. Echt klasse. Echt schön. So, kurzer Zeitsprung. Einen Tag später, ich bin wieder daheim. Der Sattel wurde mittlerweile montiert, also meiner. Ich erkläre euch jetzt mal das Radl. Also es ist ein Pinarello F9. Es gibt es bloß in der einen Farbe in weiß-schwarz. Das ist ein bisschen höherwertiger Carbonstoff. Darum, also es gibt ja dieses, bei Pinarello dieses Dogma, das ist ja die Top-Kategorie. Dann kommt eben diese neue F-Serie. F9 geht's los, dann F7 und F5. Ich habe eben dieses F9 mit dem etwas höherwertigen und leichteren Carbonstoff und das, wie gesagt, das gibt es nur in weiß-schwarz. Ich bin aber mit der Farbe zufrieden, gefällt mir sehr gut. Aber was anderes, bis jetzt habe ich nur immer schwarze Räder gehabt. Ja, genau. Laufräder sind die TT Swiss, die 1400er ARC diesmal. Felgenhöhe, ich bin jetzt überfragt, was ich habe. Ich glaube 50 mm. Naja, ihr seht es ja. Genau. Hinten, ich habe doch 25 mm Reifen montiert, die Grand Prix, die 5000er, die STR. Diesmal das erste Mal auf dem Rennrad in Tubeless. Bin mal gespannt. Genau. Die Felgen und die, also die Laufräder und die Reifen, die schließen halt schön ab. Das gefällt mir. Darum habe ich mich für 25 mm entschieden, weil die 28 würden etwas drüber gehen. Genau, dann die Schaltung, die Herzkomponente ist eine Ultegra Di2, eine 12-fach. Das erste Mal, ich bin bis jetzt bloß im 11-fach gefahren, das erste Mal eine 12-fach. Kassette hinten L34 und vorne die Kompaktkurbel mit 50-34. Ich habe mich für die Powermeter-Version entschieden, also mit integrierten Powermeter. Bin mal gespannt. Wir sind bis jetzt immer bloß die Stages-Watt-Kurbel gefahren. Diesmal jetzt mit Powermeter. Genau, was gibt es noch zum Erklären? Ja gut, Bremsanlage ist die ganz normale Ultegra von Shimano. Ja, das war es eigentlich. Ja, genau. Ja, dann der
Der Sattel, das ist mein alter Sattel, so ein Selle Italia. Ziemlich leicht mit 130 Gramm, aber für mich passt der. Vorne das Cockpit, das habe ich umbauen lassen. Da ist ja nochmal so ein Aero-Cockpit dran, aber ich brauche die Kamerahalterung hier drauf und darum brauche ich das hier etwas schmaler. Und hier der Vorbau, das wird auf alle Fälle noch etwas abgesägt bei der ersten Inspektion. Genau, sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zum Erklären. Ich freue mich auf viele unfallfreie, schnelle Kilometer und ihr seht es ja dann in den Videos. Bis dann, bye bye.